Mina, Riesenspiel gemacht, hat nicht ganz gereicht gegen Mima Ito. Was glaubst du selbst, wie dicht warst du dran? Wie sehr hast du selbst dran geglaubt? Also ich habe definitiv dran geglaubt. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen nervös geworden. Sie ist ein bisschen hektisch zwischenzeitlich geworden, hat dann auch nur noch viele lange Aufschläge gemacht und wollte das Spiel direkt schnell spielen, weil sie das halt lieber spielt und auch eigentlich besser spielt als ich. Ich habe das zwischenzeitlich relativ gut vermeiden können. Aber ja, sie ist eine Top-Spielerin und hat das am Ende dann clever zu Ende gespielt. Im vierten hattest du, glaube ich, 3-1 und im fünften 2-0 oder andersrum, ich bin mir nicht ganz sicher. In welchem Satz hat es sich mehr danach angefühlt, dass es klappen kann? Boah, schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe im vierten Satz schon ein bisschen angefangen zu denken, dass ich relativ gut spiele, dass ich hier eine Chance habe. Gerade nachdem ich die letzten Male immer relativ klar verloren hatte, habe ich mir jetzt einen guten Plan gemacht, der auch die meiste Zeit, sag ich mal, aufgegangen ist. Aber als sie dann ihre Taktik auch ein bisschen umgestellt hat, habe ich Probleme bekommen. Von daher, wenn man dann anfängt zu denken, ist es schwierig. Ich habe mir sagen lassen, dass du in der Vergangenheit große Probleme mit ihrem Aufschlag hattest. Das war heute allerdings ein bisschen besser, oder? Definitiv. Ich glaube, wenn ich so wie beim letzten Mal in jeden Aufschlag reingelaufen wäre, jeden Aufschlag hochgestellt hätte, dann wäre das ein anderes Spiel geworden. Mich da gut drauf eingestellt, mir vorgenommen, was ich als Rückschlag spielen will. Und das hat auch deutlich besser geklappt als erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber leider nicht gut genug. Letztes Wort zur Stimmung. Wenn du den ersten Satz klaust, 14-12, und es richtig laut wird, das macht schon was mit dir dann, oder? Ja, es pusht da noch mal mehr und es hat super viel Spaß gemacht. Bin ich den Zuschauern auch dankbar. Ich weiß nicht, ob ich ohne die es auch geschafft hätte, immer dran zu bleiben. Im dritten war ich auch hinten, habe den geklaut. Von daher, Dankeschön an die Zuschauer. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke dir.